Boden, wenn dann alle quält. Aber jetzt kommt was anderes. Die Alten haben den leistungsfähigsten Kopfbahnhof von Deutschland gebaut. Da fahren drei Züge rein und drei Züge fahren raus. Und wir fahren gleichzeitig noch mit Zügen zwischen Rosenstein und Hauptbahnhof hin und her. So. Ich bin ein Mensch, ich fahre gerne mit so einem weißen Zug mit so einem Minusstrich 300. Aber ich möchte 300 fahren. Ich möchte da nicht in diesem verschissenen Tunnelbahnhof mir überlegen, ob mein einziger Wagen da noch an den Bahnsteig passt. Der Stuttgarter Hauptbahnhof hat 16 Gleise und mit Regionalzügen könnte ich mit zwei Zügen in ein Gleis reinfahren, als Beispiel. Ja. Ich hätte von dem Hauptbahnhof mehr als von diesem unterirdischen Stück Scheiße da unten. Wenn ich dann da rauskomme und ich mache dann so eine schöne Kurve über Untertürkheim und dann verschwinde ich im Berg und dann komme ich da irgendwo in Amstetten wieder raus. Da. Yeah.
Dann fahren wir wieder beim Kamera. Jetzt haben wir das schon mit der Kamera.